Willkommen bei Nerdentum spielt. Bei Epic gibt's immer mal wieder ein paar Spiele günstiger. Und wer das Symbol in der rechten unteren Ecke kennt, kann sich schon denken, was ich mir diesmal geholt habe. Günstiger ist gut, das Spiel gab's kostenlos, das soll normalerweise 60 Euro kosten. Es handelt sich um Guardians of the Galaxy. Jetzt noch die Helligkeit anpassen. So. Anpassungen will ich nicht. Spiel starten. Und dann gucken wir mal, wie das Spiel ist, was grundsätzlich sehr gut getestet wurde. Soll von der Story klasse sein, vom Spielen her. Dann starten wir mal. Neues Spiel. Schwierigkeit. Wir schaffen das oder wir schaffen es nicht. Dann hat uns Rat. Da ich nicht so viel Zeit habe, mich so intensiv mit irgendwelchen Taktiken zu beschäftigen, spiele ich lieber auf einem einfachen Level. So. Gibt es erstmal die Vorgeschichte? Diesmal wahrscheinlich ein bisschen anders als im Film. Okay. Eine eigene Band mit eigener Musik, damit man auch keine Caves and Creatures. Also alleine sich hier umzuschauen, macht ja schon mal diesen Spaß. Okay. Dann können wir noch einen Rolling Stone in die Hand nehmen und können was über die Band Starlord lesen. Aha.
Mutter. Hey, Geburtstagskind. Kein Wunder, dass du mich nicht hörst. Dein neues Tape? Star-Lord. Wer ist der Typ mit den gruseligen Augen? Der hat keinen Namen. Er gehört zu den Space Riders und er ist nicht gruselig, sondern cool. Dein Space Rider hat alle Hände voll zu tun. Okay. Echt, Dufte! Man sagt heute nicht mehr Dufte, Ma. Ma! Dufte sagt heute keiner mehr. Oh, tja, deine Mutter schon. Was meinst du, besorgen wir uns Tickets und sehen sie mal live? Echt, Jens? Mhm. Man sieht's deiner Mom nicht mehr an, aber ich war mal eine Rockerin. Dein Vater und ich lagen auf einem alten Chevy und hörten Black Sabbath und sowas. Du mochtest Black Sabbath? Wie schon gesagt, deine Mom ist cooler, als du denkst. Oh, wir haben in die Sterne gesehen und er hat mir erzählt, wo er schon überall war. Mom? Wie wär's mit Kuchen, ha? Ja, ich komm gleich nach. Hast du schon vor einer Viertelstunde gesagt? Wenn du dich nicht beeilst, muss ich den Kuchen eben allein essen. Nein, das machst du nicht. Doch, mach ich. Nein, das machst du Doch, nicht. Doch, mach ich. Hey, meine Frisur. Meine Frisur, okay. Autsch. Peter, du sollst doch dein Spielzeug nicht rumliegen lassen. Das ist kein Spielzeug, das ist eine Actionfigur. Eher eine Action-Landmine. Deinen Fuß stechen, ich werde. Er hat nicht mal... Ach, vergiss es. Chewbacca? Chewbacca. 13 lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komm gleich nach, versprochen. Schon klar. Kann ich da nochmal reingucken? Kann ich nochmal gucken, wer das ist? Den sie eben meinte? Steht da überall ein Name dabei? Ach nee. Den mit den gruseligen Augen. Okay. Dann stehen wir mal auf. Was liegt da? Oh Mann, ich kann's nicht erwarten, das zu spielen. Vielleicht kann ich Andy überreden, dass er es von dem Geld vom Zeitungsauftragen kauft. Super Mac 3. Janies Highscore schlagen. Das ist peinlich. Gateway to Apshai? Lords of the Galaxy? Da ist noch ein Comic. Der wird eines Tages hunderte von Dollar wert sein. Marvel Comic Group. Star-Lord. Ein Poster von Samantha Fox. Na, herzlichen Glückwunsch. Agent Angel Worms. Also hier kann man tatsächlich mit Sicherheit Stunden mit verbringen, sich das alles anzuschauen. Drei Einsen hintereinander im letzten Spiel. Ein toller Bade bin ich. Da noch ein Poster. Oh Mann, Reisen durch den Weltraum müssen der Wahnsinn sein. The Lost Starwalker? Die Endschlacht war großartig. Es sah aus, als wären die Helden erledigt, aber sie haben es geschafft. Es ist
echt verrückt, dass die ganze Zerstörung mit einem kleinen Fehler angefangen hat. Das ist Gremlins. Ein Tron-Poster. Unfassbar, dass ich das gefangen habe. Die Maiden-Show war der Hammer. West Ham, Steve Ferris. Den Würfel jetzt lösen. Ich zieh die Aufkleber ab und klebe sie an die richtigen Stellen. Meine Finger sind immer noch verkrampft, weil ich damit Lesezeichen setzen wollte. Ich weiß, so soll man nicht spielen, aber ich hab's satt, überall zu sterben. Ein Livingstone. Da sind so viele Andeutungen, so viele Sachen. Ihr müsst jetzt eigentlich das Silikal einmal komplett durchschauen, aber ja, das würde extrem lange dauern. Jetzt kann man es wahrscheinlich nicht mehr. Ah. Heilige Scheiße, Drax. Du musst damit aufhören, Mann. Das ist echt Schreck. Wir nähern uns der Quarantänezone. Wie lange war ich weg? 15.338 Ticks. Ganz schön exakt. Die Verräterin ist bereit für unsere Mission. Sie erwartet dich im Cockpit. Gamora ist auf unserer Seite, Drax. Sie ist die Brut meines Erzfeindes und eine Mörderin. Ich traue ihr nicht. Versuch's wenigstens. Wir wollten doch ein Team sein. Ich kann nicht. Im Cockpit. Wir gucken aber erst nochmal das Deathlab-Poster an. Es ist nur illegal, wenn das Drucker groß ist. Und das wird es nicht. Groß ist zurecht. Du verschätzt das Novakor nicht. Ich bin gut. Ach, kommt. Bin ich der Einzige, der keine Angst vor der galaktischen Polizei hat? Wir sind viel mehr als wir.
Das ist offensichtlich Rockets Zimmer. Okay. Da hängt eine Pflanze. Ah, da bist du ja, Quill. Sag Root, er soll sich keine Sorgen machen, verhaftet zu werden. Ich bin nicht zu selbstsicher. Ich bin genau richtig selbstsicher. Verhaftet? Weswegen? Unser Schiff ist gerade versehentlich in die Quarantänezone geraten. Ups, eine Fehlfunktion der Navigation. Ups. Wie kann man versehentlich das Novacore-Kraftfeld durchfliegen? Details. Schicke Teile, Rocket. Ich nenne sie Klopfer, wegen dem Geräusch, das sie machen. Wenn wir es ohne zerbröselt zu werden durchs Kraftfeld schaffen und zu deinen Koordinaten, müssen wir die nur aufstellen. Dann ist unser Monster ratzfatz rausgelockt. Ja. Okay. Wie soll das funktionieren? Der Klopfer macht beep, beep, beep und das Monster kommt angerannt? Na, er macht eher so... Hör mit dem Kach auf, Klopfer! Und schon kommt das Monster aus seinem Loch geschossen. Bist du da so sicher? Hey, ich krieg meine Infos aus deiner Quelle. Meine Quelle ist absolut verlässlich. Die Koordinaten führen hundertprozentig zu einer seltenen, scheuen, schweineteuren Kreatur. Von der du nicht gelernt hast, keine Ahnung, warum sie aussieht. Kannst du mit dem Begriff Scheu was anfangen? Ey, ganz egal, wie das Monster aussieht. Solange das Vieh Ohren hat, werden meine Klopfer es uns direkt in die Arme treiben. Hier komme ich her, oder? Ja. Da kann ich rausgucken. Gesundheit. Hey, selber Morgoth. Morgoth hat was mit Höflichkeit zu tun? Ich werde die Sitten von Keter nie verstehen. Sie ist erst ein paar Monate hier, aber ihre Kabine ist schon vollgeschmückt. Das ist offensichtlich The Art of War, Gamoras Kapine. Das ist Drax Zimmer. Das ist Bad. Ich halte nichts von Zahnputztabletten. Manuelles Bürsten ist das einzig wahre. Okay. Hier kann ich auch rausgucken. Andere Seite Raumschiff. Weißt du noch, der Händler, den wir nach den Emittern gefragt haben? Als du weg warst, lehnt er sich zu mir und sagt... Wofür brauchst du die denn? Ich bin Groot. Drax. Wegen Gamora. Kann das nicht warten. Ich bereite mich auf die Schlacht vor. Du weißt, wir sollen dieses Monster einfangen, oder? Nicht töten. Natürlich, aber das wird wohl kaum ohne Kampf abgehen. Ganz ruhig, Muskelpaket. Lady Hellbender kauft keine beschädigte Ware. Ich werde versuchen, die Unversehrtheit der Bestie zu bewahren. Gut. Okay.
Alles gut, Kumpel? Ich bin Groot. Du weißt, dass ich dich nicht verstehe, Groot, aber ich gehe davon aus, dass du etwas sehr Nettes und Fürsorgliches gesagt hast. Ich bin Groot. Was hat er überhaupt gesagt? Keine Ahnung. Groot muss wirklich diese Pflanzen unter Kontrolle bringen. Kann ich irgendwas wahrscheinlich hinstellen? Weißt du dich auf die Käuferin, wenn wir das Monster haben? Natürlich. Die Hellwanda ist eine legendäre Kriegerin. Und sie ist reich. Das ist keine Leistung. Gute alte Melano. Triebwerkteile von mindestens 5 Schwarzmärkten. Okay. So. Ich steck nur eine Kleinigkeit ein, damit nicht so ähnlich wie unsere Monsterjagd im Bild. Was ist denn? Okay, Auszeit, Kumpel. Wir müssen über die Gamora-Sache reden. Sie wartet im Cockpit auf dich. Ich weiß, ich weiß. Ich meinte, ist das okay für dich? Ihr beide werdet eine Weile allein auf dem Schiff sein. Sei versichert, Peter Quill. Ich werde ein wachsames Auge haben und jeden Verrat im Keim ersticken. Du vertraust ihr langsam mal. Du bist naiv, Peter Quill. Sie ist eine Meisterin der Täuschung. Okay. Dann reden wir jetzt wohl mal mit Gamora. Stuhl. Warum sitzt du da nicht drauf? Ich habe eine Strategie erarbeitet. Ach. Wir müssen ja nicht nur rein in die Zone, sondern auch noch dieses Monster fangen. Exakt. Habe ich irgendwas verpasst? Aus einem Dutzend misstrauischer Blicke von Drax nicht wirklich. Okay. Wenn du also mit deiner Planung fertig bist, darfst du dich ruhig hinsetzen. Wir sind fast startklar. Das ist die Quarantänezone. Sobald wir das Kraftfeld passieren, gibt's kein Zurück mehr. Deine Schwarzmarkt-Codes werden das Nova-Netz knacken, richtig? Ja, sobald du sie in deine Konsole eingibst. Okay. Okay, es geht weiter. Rocket, Groot, Drax, kommt her, wir gehen rein. Ein paar Ticks haben wir noch bis zum nächsten Zeitfenster. Wieso noch warten? Nach jeder Rotation erfolgt ein Security Reset. Wir müssen rein und wieder raus, bevor unser Code abläuft, sonst sitzen wir fest. Und wenn wir auf den Reset warten, haben wir eine ganze Rotationszeit. Cool. Hey, wieso steht das Nova-Netz noch? Ich dachte, wir gehen rein. Anscheinend sind die Kontakte der Verräterin genauso wenig vertrauenswürdig wie sie selbst. Sag mir bitte nicht, dass Gamoras Backdoor-Codes für den Arsch sind. Die haben uns unser letztes Geld gekostet. Ganz ruhig, Rocket. Wir haben noch ein paar Ticks bis zum nächsten Zeitfenster. Okay, gerade ist der Reset erfolgt. Du kannst den Code jetzt eingeben, Peter. 0451. Das ist alles? 4 Zahlen? Verdächtig. Das sind zu einfache Sicherheitsmaßnahmen für das Nova Corps. Es ist nicht einfach. Der Code gilt nur heute auf diesem Schiff. Oh, ich verstehe schon. Gamoras Codes sind eher verschlüsselt. Geschafft. Okay. So ein Trümmerfeld hinterlassen haben. Die Chitauri-Armee war noch nie besonders zimperlich. Schon gar nicht unter Thanos. Das ist wahrscheinlich nur noch harmloser Schrott. Ich meine, Nova Corps hatte doch jetzt 12 Jahre Zeit, das wirklich gefährliche Zeugs wegzuräumen. Ja, das mag ich so an dir, Quill. Diese Unschuld. Was könnte ich mit all der Tech Wunderbares und Schreckliches anstellen?
Konzentrier dich, Lager. Wir sind nicht zum Plündern hier. Warum nicht? Die Waffensysteme der Milano könnten es vertragen. Und gutes Geld wär's noch dazu. Die Bestie, die wir suchen, ist für die Monsterkönigin von Sektor 9 viel mehr wert als jedes illegale Bergungsgut. Ups. Ganz schöner Slalom hier. Ich sehe zwar kein Monster, aber der große Zylinder da vorn könnte das Bergbauschiff sein, das Peters Freundin gemeint hat. Freundin? Für eine Nacht? Und das Monster wird schon auftauchen, wenn die Rockets Monster-Unlock-Dinger aufstellen. Schlag, ja! Groot, Quill, Stiefel an! Team Rocket geht zuerst! Ich soll mit der Attentäterin an Bord bleiben? Wieso das denn? Ganz einfach. Du gehörst zu Team Grün. Du hast mich ins Team gesteckt, bevor es so hieß, und meine Haut ist nicht grün. Sie ist türkis. Türkis? Was? Hör zu, wenn wir das Monster in die Berganlage locken wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten Klopfer haben. Zwei Seiten, zwei Teams. Zwei Teams bis zur Abwurfstelle. Auf dem Untergrund kann ich nicht landen. Ihr müsst springen. Das war das Stichwort. Los geht's, Groot. Und ein Spaziergang. Wenn die Klopfer aufgebaut sind, treffen wir uns in der Mitte und fangen das Monster. Alle zusammen. Na gut. Klopfer 1 steht. Auf mein Baby auf. Es ist ein Schiff, Peter, kein Kind. Es ist unfassbar. Ich bin. Was? Der rosa Schleim? Das ist Nanoharz, damit die ganzen Kriegstrümmer nicht wegtreiben. Was ist das? Jo! Nein, der ist total sicher. Können wir jetzt den Giftschleim vergessen und uns dem coolen Kriegsschrott widmen, den er zusammenhält? Gut. Ich meinte nicht giftig, giftig, aber nimm ihn nicht in den Mund. Jawohl. Ja, dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Na, wahrscheinlich desintegriert, als ihre Schiffe kabum gemacht haben. Oder das Nanoharz hat sie absorbiert. Das Mann, diese Raketen haben im Krieg alles zerstört. Ob sie noch funktionieren? Sag du es mir, Visor Boy.